Ihr dachtet, ich verarsche euch, weil heute der 1. April ist? Na, nein! Ich hab gesagt, ich stehe zu meinem Wort! Sind nicht mal ganz 3 Monate vergangen vom letzten Teil. Bin ich kaputt? Geht die Welt unter? Habe ich Langeweile? Wie lange werde ich noch Fragen stellen? Wer stellt eigentlich die Fragen? By the way, fordere ich hier jeden auf ein klassisches Duell heraus. Mit klassisch meine ich eins von diesen 3 Decks. Ja, das sind halt so 3 Yugi-Decks, diese ersten 3 von ihm. Raffling findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Und ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht wo, ich weiß noch nicht wie. Aber irgendwann, dann machen wir alle ein Duell. Und ja, mehr Infos gibt's im nächsten Logischen Dinge Teil, das sollten wir vielleicht ein bisschen gründlicher überlegen. Film ab. Für ein Duell. Bevor wir zu der ersten Sache kommen, kommen wir noch zu einer anderen Sache. Es ist etwas, meine Freunde, was mich wirklich in sehr, sehr vielen Serien triggert. Eine Folge, welche die ganzen letzten Folgen der ganzen letzten Staffel einfach nochmal in einer Folge zusammenfassen. Warum tut man so etwas? Wieso macht man das? Man denkt sich einfach, geil, eine neue Yu-Gi-Oh! Folge. Dann kommt so ein aufgewärmter Fraß auf den Tisch und man denkt sich nur, what the fuck, warum tut ihr uns das an? Wenn jemand die Folgen davor sehen möchte, dann guckt er sich die ganz einfach an. Man braucht nicht extra eine Folge, die die ganzen Folgen noch einmal irgendwie zusammenfasst. Bullshit. Und damals gab es halt auch schon DVDs und so einen Scheiß, also übertrieben, mega hart, unnötig. So wie? Richtig, richtig, ihr wisst, was jetzt kommt? Pan. Aber kommen wir jetzt zur ersten unlogischen Sache. Ihr denkt, es ist das Duell zwischen Yugi und Joey? Nee. Kommt diese Sache denn noch vor dem Duell? Nee. Achso, das schon. Joey und Thea werden von Mari kontrolliert und Yugi folgt ihnen zu einem Platz mit einem riesen Anker und so weiter. Sieht alles ziemlich sehr verdächtig nach Saw-Spiele aus. Und jetzt spricht Thea halt das aus, was mich halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise schon minimal stutzig werden lassen würde. Wenn du meine Herausforderung annimmst, wirst du gegen deinen besten Freund in einem Duell antreten, wie du es noch nie zuvor erlebt hast. Mit dem höchsten Einsatz, den man sich vorstellen kann. Okay, also wäre ich hier Yugi, dann würde ich hier ganz minimal stutzig werden. Also so ganz, ganz minimal. Ich meine, sein Haarspray wird hier sicherlich nicht der höchste Einsatz sein. Auch wenn das ziemlich hart beeindruckend ist. In jedem verdammten Duell, egal ob gegen Krillin auf Crack oder gegen diesen komischen Magier, der versucht hat zu schummeln und es nicht so wirklich hinbekommen hat. Gegen egal wen. Der Verlierer hatte immer am Ende ein One-Way-Ticket, eine One-Way-Reise, 5 Sterne, all-inclusive, ins Reich der Schatten. Aber hey, scheiß mal drauf, das kann mal passieren, Yugi nur so. Gut, lass uns duellieren. Übertrieben hart stumpf. Dann kommen Fußfessel an jedem dran und es wird erklärt, dass der Verlierer mit dem Anker baden gehen wird und der Gewinner 30 Sekunden hat, sich zu retten. Ja, dass der Verlierer stirbt, kommt sehr unerwartet. Was ist also Yugis nächste Frage? Halt, warte! Was ist, wenn ich dieses Duell gewinne? Gibst du denn meine beiden Freunde wieder frei, Mari? Ich glaube, in Yugis Kopf herrscht schon das Reich der Schatten. Eine ziemlich krasse Stelle ist dann aber, dass wenn Kaiba oder Mokuba sich in das Duell einmischen, ein Container einfach mal eben auf Thea fallen gelassen wird. Haltet schon mal die Ibuprofen 600 bereit. Und als Kind dachte man sich bei dieser Situation einfach nur, Etzala, die ist ja noch nutzloser als Akura. Wow. Was war das gerade? Die zweite unlogische Sache ist das Duell zwischen Joey und Yugi. Ha, genatzt. Ja, meine Freunde, es gibt allen Ernstes noch eine Sache vor dem Duell, was mein Kopf ein bisschen provoziert. Da wäre noch ein weiterer Punkt. Yugi, deine ägyptische Götterkarte ist nicht zugelassen. Wenn du also vorhattest, sie gegen mich einzusetzen, hast du Pech gehabt. Yugi darf bei diesem Duell keinen Slifer benutzen, weil... Darf einfach nicht. Pech gehabt. Weil wenn Yugi nach dem Duell stirbt, ich meine entführt wird, schon besser, kann sich Marik die Karte ja einfach holen. Ich meine, wer will ihn dann noch aufhalten? Yugi müsste sich ja erst einmal darum sorgen, sich Kiemen wachsen zu lassen, wenn er verliert. Also kann er sich die Karte ja einfach nehmen. Kann er aber auch, wenn er Yugi einfach so, ohne Duell, für immer besiegt. Aber dann hat er die ja gar nicht ehrlich gewonnen und somit gehorcht sie ihm ja irgendwie nicht oder irgend so ein anderer komischer Bullshit. Und die seltenste Karte aus dem Deck dürfte Marik ja auch nicht nehmen, da diese ja schließlich gar nicht in seinem Deck ist, mit welchem er sich duelliert hat. Und warum sagt er nicht auch, ja komm, hau noch den schwarzen Magier, Busterblader und ein paar anderen Karten raus. Ich meine, das Duell ist eh überhaupt nicht mal im Ansatz fair. Also fuck doch einfach direkt auf alles. Und das Beste, meine Freunde, wenn keiner von den beiden nach 60 Minuten gewonnen hat,
werden einfach beide vom Anker ins Meer gezogen. Happy End. Und laut Mariks Logik macht ihm das dann auch noch zum rechtmäßigen Gewinner und somit neuer Besitzer vom Puzzle und von Slifer. Dann hau doch einfach sofort eine Regel raus, dass wenn das Duell losgeht, beide sofort verloren haben und exekutiert werden. Macht dann ja auch keinen Unterschied mehr, oder muss es eine 60-Minuten-Regel geben? Ohne Witz, voll den übertriebenen, komischen Saw-Scheiß, den ihr Marik abzieht. Jetzt aber das fucking Duell! König der Schummler gegen Azubi des Königs des Schummler. Ach, kommt jetzt. Wirklich? Geil. Erstmal kassiert Yugi zu Anfang schon recht stark. Zwar nicht so viel wie Axel Voss für Artikel 13, aber kassieren tut er auch schon recht gut. Nun trickst Yugi Joey oder Marik. Ach, bleiben wir einfach bei Joey. Also er trickst Joey ganz raffiniert aus. Er spielt eine Karte verdeckt und spielt Kuribo in Angriffsposition. Oh nein, diese Karte wird bestimmt keine Fallenkarte sein und Kuribo soll bestimmt nicht zum Angriff locken. Ja, so ist es dann tatsächlich auch passiert und Joey ist da einfach reingelaufen, beziehungsweise Marik, aber bleiben wir bei Joey. Als Joey dann irgendwann im Duell den schwarzen Rotaugendrache sieht, kommt er ein wenig zur Vernunft und wehrt sich gegen den Millenniumstab. Yugi ermutigt Joey noch ganz groß, dass er unbedingt wieder zur Vernunft kommen muss. Aber Yugi, was dann? Jetzt mal im verfickten Ernst. Was dann? Dir ist ja bewusst, dass wenn du gewinnst, Joey stirbt und wenn du verlierst, du stirbst. Und wenn du gewinnst, wird Marik wahrscheinlich auch noch so wütend sein, dass er Thea ein neues Design gibt. Oder wenn sich Joey befreit, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Thea dran glauben müssen, weil Marik das irgendwie ein bisschen verärgert. Also, was zum Fick ist der Plan? Während Joey jetzt auch noch Yugi in jeglicher Hinsicht in der Kunst des Schummelns fertig macht, da er einfach eine Karte spielt, die es zumindest im echten Leben überhaupt nicht gibt, und weil er den Effekt des Raketenkriegers ganz minimal, kaum bemerkbar, verändert einsetzt, taumelt Yugi Muto zu Joey, um ihm das Millenniums-Puzzle zu geben. Aber warum? Ich meine jetzt nicht, warum er ihm das Puzzle gegeben hat, weil das hat er ihm bekommen, damit er halt wieder ein bisschen zu Verstand kommt und so weiter. Aber wieso zur Hölle taumelt er dahin? Das ist ein ganz normales Duell und kein Duell des Schattens. Jetzt kommt auch noch ein mega geiler Move von Yugi. Joey möchte mit seinem Raketenkrieger den Magnetkrieger von Yugi mithilfe des neuerdings neuen Effekts um 500 Angriffspunkte schwächen. Doch Yugi aktiviert eine Fallenkarte und lenkt nun den Angriff des Raketenkriegers auf den Pantherkrieger von Joey ab. Okay. Also müsste er jetzt 500 Angriffspunkte verlieren. Laut deren Logik und somit müsste er jetzt noch 1500 Angriffspunkte haben. Aber, aus irgendeinem Grund wirkt diese eine erfundene Karte am Anfang nicht nur bei dem schwarzen Rotaugendrache, sondern einfach mal eben jetzt auch noch auf den Pantherkrieger. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Somit verliert der Pantherkrieger 1500 Angriffspunkte durch diese Zauberkarte und nochmal 500 Angriffspunkte vom Raketenkrieger und jetzt steht der Pantherkrieger also bei 0 Angriffspunkte. Außerdem, meine Freunde, streckt sich das Duell vielleicht über 4 Folgen. Aber holy shit, das ist ernsthaft zum größten Teil genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab. Nämlich nur Flashbacks. Dauerhaft nur Flashbacks. Aber scheiß drauf, kommen wir jetzt zum grandiosen Finale, wo die wieder alle Tricks aus den Schubladen geholt haben. Joey aktiviert Meteor der Zerstörung, dessen Effekt überhaupt nicht ausgesprochen wird. Aber lasst euch das gesagt sein, es ist hier im echten Leben auf jeden Fall ganz anders, als es, was auch immer das da sein soll. Es soll Yugi nämlich einfach nur fertig machen. Es wird nichts gesagt, es soll einfach nur Yugi fertig machen. Aber egal, Yugi wäre ja nicht Yugi, hätte er den Angriff nicht mit dem mystischen Magietransfer abgefangen. Und auch hier, glaubt ihr, jetzt kommt etwas Sinnvolles? Oh no! Er fängt damit den Meteoriten ab. Jetzt darf Yugi, aus was für einem Grund auch immer, auswählen, wohin der eingefangene Effekt gehen soll, anstatt einfach zurück. Also wählt Yugi natürlich sich selbst. Yugi also quasi so, niemand besiegt mich, außer ich. Also gehen Yugis Lebenspunkte auf 0 und Joey bekommt seinen Schlüssel für die Fessel. Zwar ist das Duell schon vorbei, aber der Effekt vom Meteor der Zerstörung hält einfach noch weiter an und hat einfach noch einen Nebeneffekt, was es eigentlich normalerweise, wie gesagt, niemals hätte. Meteor der Zerstörung hat noch eine weitere Wirkung. Da Yugi ein Monster auf dem Feld hat, kann ich es zwingen, mich anzugreifen. Es erlaubt Joey, anscheinend auch noch Minuten nachdem das Duell vorbei ist, ein gegnerisches Monster dazu zu zwingen, sich selber anzugreifen. Wow,
Was für ein unglaublicher Effekt! Das macht absolut Sinn und ist unglaublich nützlich! Wusa! Kommen wir zur vierten unlogischen Sache. Die vierte unlogische Sache ist nämlich die Errettung von Thea von Kaiba. Wie zum Fick konnte Kaiba einen verlenkbaren Helikopter lenken? Ohne Fernsteuerung! Wie konnte Kaiba direkt am Meer, wo es ja bekanntlich ziemlich windig ist und so, eine Karte auf die Hand des Raritätenjägers werfen, was so hart gewesen sein muss, dass er durch den Schmerz diese Fernbedienung fallen gelassen hat? Und wieso hat er einen seiner drei weißen Drachen für diesen Wurf benutzt? Kaiba, es gibt nur noch diese drei weiße Drachen, weil du die vierte auf der Welt ja unbedingt zerreißen musstest. Also, wieso riskierst du noch eine? Bist du vielleicht gar nicht mal mehr so ein großer Fan vom weißen Drachen und willst sie jetzt im Geheimen doch alle zerstören? Naja, er hat ja jetzt Obelisk, also wofür noch drei weiße Drachen? Die fünfte Sache ist gar nicht vorhanden. Ha! April, April, ihr Loser! Psych! Okay, komm, wir wollen mal nicht so sein. Die letzte unlogische Sache ist eh recht kurz, also von daher, es geht wieder um das Bündnis zwischen Marek und Bakura. Knapp einen Tag bevor das Finale losgeht, muss Bakura jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, wie er es eigentlich schaffen sollte, aber er soll halt irgendwie noch 6 Lokalisierungskarten herbekommen, um am Finale teilnehmen zu können. Macht er das nicht, bekommt er nicht den Millenniumsstab von Marek. Also geht er einfach auf die Straße, boxt dort einen Typen um, zieht seine Dual Disc und seine Lokalisierungskarte ab und ja, fertig. Dann geht er auf einen Friedhof und duelliert sich mit einem bekannten Gesicht. Der Deal: Bakura setzt eine Lokalisierungskarte, also die, die er hat, und Bones setzt die, die er hat, also 5. Ja, wow, sehr guter Deal, Bones, da hast du ja schon so gut wie gewonnen. Und dann bei dem Treffpunkt mit den allen Finalisten fällt es Kaiba und Crew gar nicht auf, dass Bakura sich ja gar nicht für dieses Turnier angemeldet hatte. Kaiba nur so zu Marek: Ich könnte dich disqualifizieren, gleich hier und jetzt, weil du dich in mein Turnier eingeschlichen hast. Aber du besitzt etwas, auf das ich scharf bin. Und bevor das Turnier zu Ende ist, wird deine ägyptische Götterkarte mir gehören. Sieht nicht so aus, als ob du hier viele Freunde hättest, Tattoo-Fratze. Zu Bakuras Aktion hat er nicht ein einziges Wort gesagt. So, Freunde, das war's jetzt auch schon wieder mit diesem unlogischen Dinge-Teil in Yu-Gi-Oh! Im nächsten Teil kommen auch wieder unlogische Dinge in Yu-Gi-Oh! Nur eben andere. Das soll es jetzt allerdings auch schon wieder von mir gewesen sein. Twitter, Instagram, Discord und Merch-Link, verdammt, findet ihr alles unten in der Beschreibung. Wir sehen uns nochmal wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.